Einen wunderschönen guten Tag, Freunde. Ich grüße euch. Ich habe heute neue Kopfhörer für euch. Es sind In-Ear-Kopfhörer und zwar von Fitti. Die gehören zur Mifo-Brand und das sind In-Ear-Kopfhörer und die heißen Hi-Fi Dots. Ich habe von der Marke ja auch schon ein bisschen was vorgestellt und ich habe die natürlich schon komplett durchgetestet und ich muss sagen, die sind echt richtig gut. Werden aber auch als Premium-In-Ear-Kopfhörer vertrieben. Also zumindest jetzt zum Zeitpunkt der Videoproduktion sind die noch gar nicht verfügbar. Es gibt auch kaum Informationen. Wir versuchen es trotzdem, Freunde. Zumal ich sie auch getestet habe und ich kann nur sagen, die sind wirklich ziemlich gut. Aber in dem Preisbereich muss ich sagen, teste ich extrem selten. Preislich sind die bisher für 220 Euro angekündigt. Wie es dann zum Release wirklich aussieht, das haben wir dahingestellt. Es gibt es bei Amazon zu bestellen. Ich habe auch einen Gutscheincode bekommen, schon für 20%. Verlinke ich euch alles unten in der Videobeschreibung. Was haben wir? In-Ear-Kopfhörer und zwar sehr, sehr kleine. Also sie sind wirklich mega klein. Da schützen natürlich ANC, also die Active Noise Cancellation. Das heißt, Hintergrundgeräusche, die werden bis zu 45 Dezibel gedämpft. Und das ist krass. Habe ich in der Praxis rausprobiert und Freunde, ich hatte in solchen kleinen Kopfhörern noch nie ein so gutes ANC. Kann ich schon mal spoilern. Es gibt natürlich dann auch den Transparency Mode. Kann man über die Touch-Eingabe dann aktivieren. Und dann werden also Hintergrundgeräusche verstärkt. Und das bisher mit dem besten Rauschen, was ich bisher in solchen Kopfhörern getestet habe. Aber wie gesagt, die kosten natürlich auch ein bisschen mehr. Müsste man natürlich dann auch immer mit Produkten im gleichen Preisbereich vergleichen. Ich kann nur sagen, der ANC-Modus, der ist richtig gut. Also er dämpft stark, Freunde, also nicht nur die tiefen Frequenzen. Es wird auch stark wirklich die Lautstärke der Hintergrundgeräusche gesenkt. Beim ANC-Modus haben wir gar keinen Rauschen. Das ist so, habe ich bisher noch gar nicht erlebt. Meistens hört man ja zumindest noch ein leises Rauschen. Und im Transparency-Mode, wo ja alles nun mal verstärkt wird, da nimmt man kaum ein Rauschen wahr. Und das ist richtig gut. Das ist wirklich bisher der beste ANC-Modus, den ich in so kleinen In-Ear-Kopfhörern getestet habe. Kopfhörer sind definitiv auch dafür geeignet, sich zum Beispiel in die Bibliothek zu setzen, zu lernen und ohne Musik einfach nur mit aktivierten ANC-Modus für ein bisschen Ruhe zu sorgen, Freunde. Das ist wirklich richtig gut. Kommen wir mal zu den Treibern. Da haben wir 10 mm Hybrid-Treiber mit einer doppelschichtigen Membranstruktur, 2 BA und ein Dynamic Speaker Driver. Das Case kann über Fast Charge geladen werden, das ist auch top. Kommuniziert wird über Bluetooth 5.3, super aktueller Standard. Die Kopfhörer sind IPX7 zertifiziert. Das ist schon sehr gut, dass wenn es draußen regnet oder sowas, ist das absolut kein Problem. Und natürlich sind die dafür auch für Sport geeignet, falls ihr da halt viel schwitzt. Der Qualcomm 3071 kommt hier zum Einsatz. aptX Lossless und aptX Adaptive wird supported. Das sind, wie man sich schon denken kann, Codecs von Qualcomm. Schauen wir uns mal den Lieferumfang an. Hier mal die Verpackung gezeigt. Hört, die ist auch schon hochwertiger. Machen wir mal ein schnelles Unboxing. Hi-Fi Dots Lossless Sound Adaptive ANC Earbuds. Also wie gesagt, jetzt nach dem Test kann ich nur sagen, die sind auf jeden Fall aus dem Premium-Bereich. Enjoy your high fidelity life. Das Case ist sehr interessant vom Design. Da es In-Ear-Kopfhörer sind, haben wir natürlich dann auch entsprechend Aufsätze, Silikonaufsätze. Ein grünes USB-C-Kabel ist dabei und ja, könnte man eigentlich schon denken, noch Ersatz-Silikonaufsätze. Hier sind nochmal 3 Paar, also 4 Paar insgesamt in verschiedenen Größen. Das ist immer ganz wichtig, Freunde. Denn je besser die im Ohr passen, umso besser ist dann auch der Sound. Meiner Erfahrung nach, hier ist das Case von der Größe her angenehm. Relativ schwer, was man eigentlich mal gar nicht erwartet. Aber es ist ja wichtig, dass sie in die Hosentasche passen. Jetzt passt mal auf, wie man die öffnet. Einfach auf die Taste drücken, dann schnappt das hier so auf. Super interessant gemacht. Hier hat also Mifo auf jeden Fall versucht, das Ganze ein bisschen hochwertiger zu gestalten. Hier ist der USB-C-Anschluss. Hier ist eine LED. Wenn wir dann nichts öffnen, dann haben wir auch noch so LED-Streifen direkt an den Kopfhörern, was auch geil aussieht. Man merkt schon, dass man sich hier mit dem Design ein bisschen Mühe gegeben hat. Erstmal ist das Case selber abgerundet. Es ist halt geil, wie es so öffnet, wie es so aufschnippt. Aber dadurch, dass es abgerundet ist, ist es halt auch nicht so griffig. Man hat Schwierigkeiten, gerade mit einer Hand die Taste halt zu betätigen. Das gleiche gilt dann auch beim Herausnehmen der Ohrhörer. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen. Also am Anfang habe ich ziemlich gefummelt. Hier am Steg wird geladen, seht ihr. Und dann muss ich das dann auch so wieder einsetzen. Die Verarbeitung wirkt absolut hochwertig. Hier knarkst nichts, hat man keine Spaltmasse. Ohrhörer selber, ich brauche nichts zu sagen. Die sind mega klein. Das ist unfassbar. Hier eben dieser LED-Streifen, was recht gut kommt. Hier haben wir ein Mikrofon. Hier ein zweites Mikrofon, denke ich. Bedient wird dann hier über die touch-sensible Fläche, was richtig gut geht. Und Freunde, was für mich echt wichtig ist, die kann man super leicht ins Ohr setzen. Also ich mag In-Ear-Kopfhörer eigentlich genau deshalb nicht. Weil manchmal fummelt man ewig rum, bis man sie im Ohr hat. Aber mega. Wie es mit dem Smartphone verbunden ist, natürlich dann automatisch passiert. Ich kann jetzt hier Bixby ansprechen, weil es halt Samsung ist oder jeden anderen Sprachassistenten. Ich kann lauter machen, indem ich hier tippe oder leiser, indem ich rechts tippe. Ich kann mit 2-mal tippen natürlich pausieren beziehungsweise den ANC-Modus konfigurieren, den ich einfach gedrückt halte. Wer das Ganze lieber am Smartphone vornehmen möchte, der kann sich auch hier die Fitti-App runterladen und installieren und dann mit euren Kopfhörern hier einfach verbinden, add device und dann könnt ihr hier den Equalizer zum Beispiel einstellen oder den ANC-Konfigurieren. Ich habe die Mikrofone getestet mit einer kleinen Sprachaufnahme und die spiele ich euch mal ein.
Das ist ein Mikrofontester Hi-Fi Dots. Hallo, ihr Lutscher! Also die Mikrofone sind auf jeden Fall gut, kein Rauschen, ist verzerrungsfrei. Auch wenn man halt lauter reinspricht, was ich auch demonstriert habe, ist ein bisschen dumpf. Aber für so kleine In-Ear-Kopfhörer, muss ich sagen, sind die Mikrofone auf jeden Fall gut. Ich habe auch die Reichweite getestet und das mag daran liegen, ich kann es dir nochmal im Profil zeigen, dass die ja wirklich mega klein sind. Die verschwinden ja beinahe im Ohr. Denn die Reichweite, die ist eher mäßig. Ich kann mich wegbewegen von meinem Computer, mit dem ich vorhin connected, weil ich das getestet hatte. Und dann komme ich hier noch ins Studio und dann reißt auch schon die Verbindung ab. Latenz habe ich natürlich getestet. Entsprechend mit dem Shooter, die ist wiederum ziemlich gut. Das heißt, ihr könnt mit den Kopfhörern auch zocken. Und da kommen wir dann auch zur Soundqualität, was ja das Wichtigste ist, was hier auch groß beworben wurde. Erstmal könnt ihr euch 6 Stunden am Stück Musik anhören. Das ist ein guter Wert. Für die geringe Größe allerdings sehr gut. Und mit dem Case kommt ihr auf 24 Stunden. Das ist auch sehr gut, wenn man bedenkt, wie klein das Case ist. Soundqualität, Freunde. Also beim ersten Einstöpseln ins Ohr das erste Musik hören. Das war Deftones mit Mein. Und das ist ja schon ein bisschen schwierig, weil ich habe auch gleich laut gehört. Das bekommen die Kopfhörer aber richtig gut hin, vor allem. Ich hatte es eingangs ja eigentlich schon so ein bisschen angekündigt. Also die sind vom Sound her wirklich sehr gut. Ich habe ja auch gute Vergleichskopfhörer, mit denen ich dann immer mal die verschiedenen Titel halt durchhöre und dann wechsel zwischen den und dann immer zwischen den Kopfhörern hin und her wechsel. Und da kann ich nur sagen, ich bin sicherlich nicht audiophil oder so, da mag es dann irgendwelche Leute geben, die dann Details rausholen, die ich nicht raushöre oder auf die ich keinen Wert lege. Ich kann nur sagen, ich habe Metal gehört, ja, Deftones zum Beispiel, John Hopkins dann, um elektronische Musik zu testen. Ich habe meine Videos mir angehört, um ein bisschen Sprache zu testen. Es ist egal, was man den Kopfhörern anbietet. Die haben mein ausgeglichenes Klangbild. Ja, die kosten allerdings auch mehr. Ich sage ja, meistens haben wir im unter 100-Euro-Bereich immer diese basslastige Musik. Hier bei den Hi-Fi-Dots haben wir eher das ausgeglichene Klangbild. Wir haben schön warmen Bass. Die Höhen, die klingeln nicht so in den Ohren. Die sind nicht so überspitzt. Und wir können auch lauter hören, ohne dass die Kopfhörer übersteuern. Das ist ja auch ganz, ganz wichtig für diejenigen, die halt darauf stehen, Rich Palermo zu machen. Der Bass ist wirklich sehr, sehr angenehm. Komm ordentlich tief runter. Ich habe auch so einen Frequenztest gemacht. Gibt so Kopfhörertests, die kann man sich dann mal komplett durchhören. Und da kann man die Qualität von Kopfhörern ungefähr bestimmen. Hilft natürlich nur, wenn man nicht halb taub ist. Und da haben die auf jeden Fall gut abgeschnitten und können auch mit meinen hochpreisigen Kopfhörern da mithalten. Also wer Wert legt hier auf einen guten Klang, den kann ich die Hi-Fi-Dots auf jeden Fall nahelegen. Vor allem halt im Verhältnis zur Größe. Das darf man nicht vergessen. Die sind wirklich sehr, sehr klein. Die Touch-Steuerungsmöglichkeiten übrigens auch sehr direkt. Man bekommt immer so ein kleines Soundfeedback. Richtig gut ist eben, dass man sich dann über den Equalizer in der App die Kopfhörer dann auch nochmal ein bisschen einstellen kann, dass man sie ein bisschen feintunen kann, wenn einem das Klangbild jetzt so erstmal nicht gefällt. Ich teste die natürlich immer so, wie sie halt im Auslieferungszustand daherkommen, weil sich die meisten halt nicht mit einem Equalizer beschäftigen. Da sind die echt gut eingestellt. Wenn man eben besonders kleine Kopfhörer haben will, zum Beispiel auch für Sport, ne, IPX7 in ihr klein, geringes Gewicht, vernünftige Laufzeit, perfekt auch zum Sport geeignet. Wer eben hier noch auf eine gute Soundqualität Wert legt, den verlinke ich die Mifo Hi-Fi Dots mal unten in der Videobeschreibung. Kleine Kritik am Ende gibt es allerdings trotzdem, und zwar, es gibt keine In-Ear-Erkennung. Also es ist schade, das hätte ich in dem Preisbereich auf jeden Fall noch erwartet. Ansonsten finde ich die wirklich richtig geil und das soll es gewesen sein, Freunde. Ich danke euch immer fürs Zuschauen. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, ciao.